hier bei Edna bricht aus. Edna bricht aus, hier wieder, wo wir vorhin waren. Hier wieder bei der Folterkammer oder was das auch immer war. Kopfstrom auch nicht schlecht. Aber auf jeden Fall hier mit den Türen und halt hier diese Geheimkammer von Dr. Marcel. Hier konnte man eigentlich nicht viel mehr machen. Von dem her gehen wir da mal wieder hoch. Schauen wir mal, was. Obwohl, da waren wir ja schon. Halt, ich habe mal so eine. Jetzt bin ich ganz hoch gelaufen, oder? Kann das sein? Ja. Das wollte ich nicht. Runter wieder mit dir, Edna. Das Spiel ist mir übrigens, wie ihr gesehen habt, im letzten Part abgeschmiert. Aber ich habe wieder auf die Stelle hingespielt, weil ich vergessen habe zu speichern, nicht Volltrottel. Von dem her. Oder halt nicht gespeichert mit der Zeit, von dem her nicht weiter schlimm, passt schon. Ich will mal was probieren. Einer ist mehr als genug. Und. Ich habe ja schon eigentlich einen, ne? Jo. Ich würde mal interessieren, ob ich, wenn ich das ein paar Mal mache, irgendwann mal einen krieg, der nicht so versifft ist und das Wasser hält und nicht direkt durchdrückt. Ich hoffe, dass das so ist, wie ich mir das vorstelle und es halt dementsprechend eben halt dementsprechend halt so ist, dass halt irgendwann ein guter dabei ist. Ich vermute es zumindest mal. Schauen wir mal, ob es da wirklich so ist. Also, nehmen wir mal den, benutzen ihn nochmal, schauen wir mal. Oh nein, der war so durch... Ja, der war auch durchgenässt. Habe ich mir aber fast irgendwie gedacht. Ihr habt ja hier als kleinen Hinweis, ich habe mal geguckt, man kann den mit dem Stift jetzt auch mal anmalen. Das habe ich jetzt hier in dem nächsten Durchlauf, also halt dem Nachspielen mal gemacht. Es ist aber nur eine Kleinigkeit, es ist ja wieder nur eine Animation, von dem her nichts weiter Schlimmes. Kann man ja verkraften. Gut, dann nehmen wir nochmal ein. Der ist genauso siffig wie der letzte. Und bestimmt genauso... Dann kann man die wieder reinlegen, benutzen. Ich durchwühle... Ach ja? War gelogen. Ich wollte... Da ist nur ein Jahres... Ich mach das jetzt ein paar Mal. Vielleicht bringt's auch gar nichts, aber schauen wir mal. Also, dass man mit dem Becher irgendwie was machen muss, ist mir jetzt schon klar. Aber ich will halt nur mal gucken, ob ich vielleicht mit meiner Vermutung recht habe, wenn man das so dreimal macht oder so, oder viermal, dass da vielleicht was passiert. Nur mal aus Interesse. Schauen wir mal, Waschbecken. Oh nein, der war so... Ja, der ist auch durchgerissen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nichts bringt, wenn man den irgendwie, was weiß ich, härten muss oder was weiß ich. Oder irgendwie wieder trocknen muss oder was weiß ich denn. Irgendwie sowas. Na, schauen wir halt mal. Der ist genauso siffig und bestimmt... Machen wir das jetzt noch einmal. Und also noch einen wegmachen, nochmal einen neuen holen. Und wenn das dann nichts bringt, dann wissen wir, dass es wirklich nichts bringt. Probieren wir lieber studieren, weil ich will es nur mal ausprobieren. Schaden kann es ja nicht. Oh nein, der war so... Okay. So, jetzt gut, dann nochmal zurück. Wenn der jetzt genau nochmal den gleichen Satz sagt, dass der nochmal genauso zersifft ist wie der davor, dann lassen wir es halt, aber... Ich will es halt nur mal ausprobiert haben. Man will ja nicht nachstellen, man will ja nicht gesagt bekommen, dass man es nicht probiert hat. Ich durchwühle doch keine Müllein. Ach, war gelogen. Ich wollte... Da ist nur ein Jahr... Ich wollte nehmen, ja. Der ist genau und bestimmt... Okay, dann scheint es doch wirklich nichts zu bringen. Das wollte ich nur ausprobieren. Dann ist das auch geklärt. Boah, diese Ladezeiten, ey. Das liegt nicht am PC, ich habe neu, das liegt an dem Spiel. Ihr habt ja gesehen, Edna Harveys neue Augen hat ja auch keine Ladezeiten, also von dem her. Das, na gut, das Spiel ist, deswegen liegt es am Spiel, aber das Spiel ist halt auch schon ein bisschen älter. 2008, glaube ich, war es, also von dem her, Geschichte verkraften. Ich habe mal so eine Idee. Kann man den festkleben? Ich will das nicht abfüllen und mit mir herumtragen. Am Ende übernimmt es die Kontrolle über meinen Geist und zwingt mich zu haarsträubenden Untaten. Ja, und der Job ist bereits vergeben. Kann man einen Kaffee mitnehmen? Geht nicht, die Kanne ist leer. Schade. Kann man da ein Ding einen reinholen? Das ist kein Wasserspender. Das ist ein Kaugummi-Auto. Mart. Na gut, du bist der Mart.
dann bin ich aber Captain. Oh mein Gott. Also irgendwie müssen wir noch was machen, damit der sich, damit dem seine Blase gefühlt platzt. Punkt, Punkt, Komma, Str... Oh nein, der Becher ist hin. Schande, ich wollte doch wissen, wie es ausgeht. Lol, der ist nochmal zerbrochen worden. Sehr gut, Edna. Was? Oh Mann. Kann man vielleicht mit dem Müsli oder die Cornflakes oder was das waren, vielleicht die dann ein bisschen austrocknen, dass die das Wasser ein bisschen einziehen? Ich will es nochmal ausprobieren. Ich tue aber gelobt. Das wollte ich. Der ist genau und bestimmt. Gucken mal, kann ich nur mal zu gucken? Cornflakes lassen sich nicht ohne weiteres trinken. Dazu muss man sie vorher 10 Minuten in Milch stehen lassen. Okay, das geht auch nicht. Was kann ich denn noch benutzen? Mit der Polizei? Nein, ich trinke nicht im Dienst. Und der Becher ist sowieso leer. Oh Mann, diese ganzen Sprüche immer. Kann ich dir den Becher zeigen? Soll ich dir noch ein Wasser bringen? Wirklich? Wirklich nicht! Ich habe schon viel zu viel. Ich habe mal jetzt so eine andere Idee. Das kann zwar jetzt komplett... Ist irgendwie komplett bescheuert, aber ich habe mal so einen Plan. Man hat ja diese... Ich meine, das wird bestimmt nicht funktionieren, aber probieren kann man es ja trotzdem. Es gibt ja diese Abtrockner, diese Handabtrocknungs... ihr wisst ja, diesen Trockenspender da, wie hieß der nochmal? Der Handtuchspender, wenn ich den da hinmache und den da vielleicht abtrockne, geht das? Einen Becher voll Handtuch, bitte. Hey! Handtuch! Ran voll! Na toll, der Handtuchspender ist kaputt. Oh Mann. Geht es? Was willst du damit erreichen? Sauberen Dreck? Ja. Sonst geht hier aber auch nichts, ne? Nee. Okay, Versuch was wert. Vielleicht hätte man ja ein bisschen abtrocknen können, dass er nicht ganz so spezifisch ist, aber... Nope. Anscheinend wirklich nicht. Hier noch irgendwas? Hier, Müsli. Können wir auch mal probieren. Ja. Bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Oh Mann, dieses Text ist immer großartig. Marmeladen, Fenster, kann man bestimmt rausschmeißen, ne? Sich dann neuen holen. Erzähl mir von der Freiheit. Da draußen. Es geht nicht, oder wie was? Erzähl mir. Okay, geht's gut. Oder gibt's da eine neue Dialogzeile? Das möchte ich nur mal wissen. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Gabeln. Alle essen mit den Fingern. Wenn ich jetzt... Und dann... Okay, das kann ich nicht benutzen. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Polizei, weil alles erlaubt ist. Nee, nicht ganz, Harvey. Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Ah, das hat man, glaub ich, schon. Stift? Nein. Ausblick ruinieren hat man, glaub ich, auch schon. Mist. Okay, das hat auch nichts gebracht. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Oh nein. Na gut, dann scheinen wir hier wirklich durch zu sein. Durch! Ansonsten haben wir, glaube ich, nichts mehr, ne? Wir könnten jetzt versuchen, nochmal wahllos Gegenstände mit Blase zu kombinieren, aber ich glaube, das ist nicht nötig. Halt nicht hoch, wir waren doch schon oben. Ich wollte runter. Oder gab es denn oben noch irgendwas? Glaube ich, ne? Nee. Die Tür, da kann man, glaube ich, auch nichts machen, ne? Ansehen. Die geht, glaube ich, nicht auf, soweit ich weiß. In Harveys neuen Augen kommt man von der anderen Seite, wie er Poki vorhin erzählt hat. Ich hasse diese Dinger. Na gut, für euch war es vielleicht vor ein paar Tagen, bei mir war es vor knapp einer Woche. Es ist an diesem Gitter befestigt. Sesam, öffne dich! Geht nicht, das geht wohl auch nicht. Da fehlt ein... Ja, ich weiß, dass ein Schlüssel fehlt und sonst war hier auch nichts. Kann man noch... Na gut, dann gehen wir halt noch weiter runter.
Juppie Jupsen wird übrigens von Klaas Paletta gesprochen, einem nicht ausgebildeten Sprecher, also ich glaube einem der wenigen wirklichen Laiendarsteller in Edna bricht aus. Er macht die Rolle hervorragend, wie ich finde. Jetzt macht er bei uns die PR und New Business. Ja, seine Stimme passt exzellent zu unserem Juppie. Ich habe übrigens von diesem Raum noch eine zweite Illustration, die nirgendwo aufgetaucht ist. Ich glaube, die liegt im Edna-Ordner. Und zwar war ursprünglich mal geplant, dass es noch eine dritte Reise in die Vergangenheit in Edna bricht aus gibt, bevor man zum Showdown kommt, in der sie als kleines Kind schon von ihrem Vater im Irrenhaus in Dr. Marcells Irrenanstalt vorgestellt wird, als schwer erziehbares Kind. Und Edna fühlt sich unwohl und wandert herum. Und da gibt es für diesen Screen noch eine zweite Version aus einer ganz anderen Perspektive, die sehr bedrohlich wirkt, wo halt die Irren als dunkle Gestalten vor dem Gitter lauern. Ganz hässlich geworden, der Screen. Ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich es nachher weggelassen habe. Sehr hässlich geworden. Sehr hässlich. Naja, ist jetzt auch nicht weiter schlimm, wenn einer fehlt oder nicht. Können wir noch zum Schloss, können wir mit dem reden. Das können wir wahrscheinlich nicht benutzen, ne? Sesam! Hm. Wollte ich gar nicht, ich wollte es eigentlich benutzen. Da fehlt ein Schlüssel. Ja, können wir mit dem reden? Oder erst mal angucken? Er telefoniert. Wenn man es Telefonieren nennen kann. Nein, das könnte er missverstehen. Ach was, halte ich für ein Gerücht. Hallo? Hallo? Er reagiert nicht. Ist zu sehr mit Anrufen beschäftigt. Nein, das... Könnte ich da auch wieder... wie es auch jedes Mal macht, ne? Hallo? Hallo? Hatten wir schon. Hallo? Okay, das läuft wohl bei einem dasselbe hinaus. Können wir ihn aus der Distanz niederschlagen? Hallo? Okay, dann können wir hier wohl auch nichts weiter machen erstmal. Dann gehen wir halt noch weiter runter. Yay. Und Poki, Jotter. Es gibt eine Reaktion in Edna bricht aus, die kann man einfach nicht verstehen, obwohl sie eigentlich auf das Spiel selbst referenziert. Und zwar, wenn man sich das Bild anguckt, sagt Edna, ich sehe ein kleines Kind im Bauch eines Walfisches oder irgendwie sowas in der Richtung. Das erkennt sie in dieser modernen Kunst. Und die Lösung zu diesem Satz, also die Auflösung, warum sie das da drin erkennt, sieht man in der Vergangenheit. Und zwar ist dies ebenfalls eine Szene, die in der verloren gegangenen dritten oder vierten Tempelmorph-Szene verschütt gegangen ist. Und zwar wurde sie von ihrem Vater bereits als Kind hier in die Anstalt geschleppt, muss dann halt hier warten und macht sich natürlich wieder selbst auf den Weg, weil sie halt eben auch als Kind schon so aufmüpfig war. Aber am Anfang sollte sie dann dort in dieser Sitzgruppe sitzen und mit den Beinen baumeln und hinter ihr, also der ganze Raum war ähnlich wie die anderen Tempomorph-Szenen im Gegensatz zur Realität halt aus kindlicher Perspektive enorm verzerrt und hinter ihr hing halt ein großes Bild von einem Walfisch, der halt mit groß aufgerissenem Mund irgendwie sie zu verschlingen drohte, wie sie halt irgendwie in dieser Sitzgruppe sitzt. Kein Wunder, dass sie da aufstehen wollte, weil sie sich gerade nicht nur in der Szene wie ein Kind im Bauch eines Walfisches oder das bedroht wird, von einem Wal gefressen zu werden fühlte, sondern halt auch eigentlich inhaltlich, weil sie diese Therapie, die ihr Vater für sie vorgesehen hat, ablehnt. Tja. Interessant. Hintergrundinfos mit Poki, immer wieder schön. Aber wenn wir schaffen eine Pflanze und wir wissen ja... Wenn ich mein Gebiet markieren will, dann mache ich das anders. Darf ich fragen, wie? Ich hinterlasse einen bleibenden Eindruck durch meinen Charisma. Ja, ich müsste auch langsam mal. Harvey hat wohl das genau das gleiche gedacht wie ich. Who let the dogs out? Na. Harre aus, kleines Mädchen auf dem Bild. Schon bald wirst du da rauskommen. Und dann wirst du sie zertrampeln. Alle wirst du zertrampeln. Sie sollen deine Wut zu spüren bekommen. Aha. Ich erkenne darin ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Ja, da haben wir wieder den Satz. Das Motiv gefällt mir nicht. Es erinnert mich irgendwie an ein kleines Mädchen im Bauch eines Walfisches. Warum das so ist, wissen wir. Das hat man schon, das können wir wahrscheinlich. Ich erkenne... Hat man ja schon, okay. Und als... Alter! Wagen 17 an Zentrale. Die Kunst ist auf freiem Fuß. Sie ist bewaffnet. Und sie ist gefährlich. Nehmen Sie Verfolgung auf. Over. Ach, schön. Dieser Becher ist so nutzlos wie moderne Kunst.
Na, über moderne Kunst kann man sich ja bekanntlich streiten. Was hältst du davon, Harvey? Ich sehe den Kopf von Dr. Marcel auf einem Schaschlikspieß. Und ich sehe ein gut aussehendes Bugs Bunny-Double mit Hunger auf Schaschlik. Der Künstler hatte offenbar eine kranke Fantasie. Ah, so ist es ja mit Kunst. Man kann viel reininterpretieren. Wozu? Es wird... Würde niemand aufhören, okay. Muss man wieder einen abknuspern, geht es. Ob mein Fußnageltrick als Performance-Kunst durchgeht? Durchgehen ja. Performance-Kunst nein. Na, der Begriff Kunst ist ja sehr dehnbar. Wozu? Das hat mich immer an moderner Kunst gestört. Sie ist nicht angreifbar. Sehr tiefgründig sogar irgendwie. Auf diesem Bild schneidet Captain Unbrauchbar das Ohr vom Nützlichboy ab. Bitte was? Naja. Können wir die Pflanze einkloppen? Einkloppen! Randale! Ein seltsames Geräusch. Ich glaube, ich habe eine neue Musikrichtung entdeckt. Botanic Bongo! ja. In diesem Bild gießt Nützlichboy die Blumen vorm Tiefparterre-Cave. Ach schön, alles mit einem Zahn. Und dann... Alter! Ist diese Pflanze Teil von Dr. Marcells illegaler Drogenplantage? Inspektor Konrad ermittelt. Oh. Leider nein. Oh mein Gott. Ich stelle ihn einfach dahin. Der nein, 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 Edna! Oh. Ach Mann, jetzt muss ich einen neuen Hier, Becher holen. Ein wenig Dünger. Dass man auch alles wegschmeißen kann, das ist der Wahnsinn. Was hältst du von dieser Pflanze, Harvey? Sie reimt sich auf Stanze. Mehr weiß ich auch nicht über sie. ja, was gibt's? Was haben wir noch? Ich bin so schlecht im Reimen, ne? Wenn ich mal... Darf ich... Hat Maya schon den Text. Das hat man auch schon und das hat man auch schon. Okay, dann muss ich gleich wieder hochlaufen und mir einen neuen Becher holen. Verdammt seist du, Edna. Warum stellst du den Becher auch neben die Pflanze? Das hat das überhaupt für einen Sinn? Der ist genau und best. Ja, den Satz kennen wir ja schon. Und den ganzen Weg wieder zurück. Ja. Lade Zeiten. So. Was haben wir denn noch so? Eine Sitzgruppe. Aha. Diese Stühle verursachen Wirbelsäulenschäden. Und weil sie sich so schlecht verkaufen, werden sie in Arztpraxen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt. Na, irgendwo müssen die Leute ja leiden. In Lila hätte ich sie mitgenommen, aber so? Nee. Sitzt es sich da bequem? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Na, du kannst mit so vielen Gegenständen reden, da wird auch eine Antwort Das kommen. Ist weder der Ort noch die Zeit, um eine Pause einzulegen. Ach, so ein bisschen sitzen hat noch niemandem geschadet. Der sitzt bereits lebenslänglich. Der ist nicht geschraubt, sondern nur lose ineinander gesteckt. Dann können wir das ja kaputt machen. Wenn ich den hier abstelle, merkt das wohl keiner. Nein, 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 nein! Verdammt seist du, Edna! Was hältst du davon, Harvey? Hui! Eine Herde Galapagos-Schildkröten! Woran erkennt man Galapagos-Schildkröten? Sie laufen nicht weg, wenn man wild mit den Armen rudert. Ich meine, sie laufen nicht weg, wenn man eine Standardgreifbewegung ausführt. Na, das will ich sehen. Hui, Galapagos-Schildkröten. Ja, das sind ganz klar Galapagos-Schildkröten. Sehe ich auch so. Ah, dieses Spiel, ey. Ja, das hat man schon. Hey. Polo spielt man zwar im Sitzen, aber ich glaube, ich weiß trotzdem nicht, was du damit bezweckst. Randale? Vielleicht? In diesem Bild versucht sich der Captain an die Nummer seines Schreiners zu erinnern. Ich muss kurz mal meine Nase putzen. Ich hab was in der Nase.
Aber warum? Diese Texte sind so Banane, ich mag's.